Mein Name ist Carola Tesche. Ich bin hier mit Herrn Rudel auf der SMT in Nürnberg. Herr Rudel ist von der Firma ITAG. Herr Rudel, mit welchen Neuheiten sind Sie dieses Jahr auf der SMT vertreten? Ja, mit gänzlichen Neuheiten sind wir nicht vertreten. Wir sehen eine Weiterentwicklung dessen, was wir in den vergangenen Jahren rund um Industrie 4.0 gesehen haben. Haben da unsere Suite eben entsprechend ausgebaut, gehen in die Richtung Big Data Analytics, sprich, dass man wirklich alle Daten aufnimmt und die eben so transformiert, dass sie zu Smart Data für den Anwender, für den Nutzer eben entsprechend auch nutzengebende Aussagen über die Fertigung treffen können. Sie sprechen den Nutzer an. Welche Zielgruppe ist das genau? Die Zielgruppe sind für uns sowohl mittelständische Unternehmen, natürlich hier auf der SMT ganz klar Elektronikfertigung, aber auch Unternehmen, die natürlich die Kombination haben, die auch in die mechanische Endmontage reingehen. Und von der Größenordnung decken wir eigentlich die ganze Bandbreite ab, von kleinen Unternehmen, angefangen bei 20, 30 Mitarbeitern, wo wir das System aus der Cloud, quasi MES oder Industrie 4.0 aus der Dose bereitstellen, bis zu ganz großen Konzernen, wo wir mehrere Werke weltumspannend integrieren und auch die Datenflüsse, die in der Fertigung entstehen, zwischen den einzelnen Werken publizieren. Welche technischen Neuerungen erwarten Sie demnächst? Also an technischen Neuerungen, rund um das Thema Industrie 4.0 wird es sich von der Protokollebene sicherlich standardisieren. Das heißt, das Thema OPC-UA ist für uns ein Thema, das jetzt mehr und mehr Bedeutung gewinnt, obwohl wir es schon lange propagieren als technische Schnittstelle. Nichtsdestotrotz wird die individuelle Ausprägung, das Prozessdesign für die Integration immer wichtiger, um die Anforderungen abbilden zu können. Das heißt also, der Traum von einer Standard-Plug-and-Play-Schnittstelle, den sehen wir nicht. Den müssen wir den Anwendern auch nehmen. Letztendlich sind die Anforderungen so heterogen an die Prozessintegration, dass ein individuelles Design der Integration notwendig ist, was wir jetzt auch mit einem neuen API-Workflow-Generator unterstützen, wo der Kunde seine eigenen Integrationsprozesse in einem grafischen Tool modellieren kann und quasi ein Integrations-Plugin, ein Stück Software bekommt, das er quasi in seine Maschinenumgebung, zum Beispiel wenn der Tester selber integriert, direkt hineinheben kann. Und wie denken Sie, dass sich das Jahr 2016 entwickeln wird? Ja, das Jahr 2016 sehen wir sehr positiv, sind ganz klar auf Wachstumskurs getrimmt, sind in den vergangenen Jahren stark gewachsen und denken auch, dass bei normaler wirtschaftlicher Lage sich das Thema immer mehr durchsetzt, weil ohne eine integrierte MES oder Industrie 4.0 Lösung man die komplexen Anforderungen der Neuzeit jetzt nicht mehr bewerkstelligen kann. Und insofern sind wir sehr positiv für das Jahr. Vielen Dank für die interessanten Ausführungen. Sehr gerne, Frau Tesche.